Bald soll es zur Welt kommen, das erste Kind von Prinz Harry, 34, und seiner Frau Meghan Markle, 37. Bis dahin ist die Vorfreude groß und die im siebten Monat schwangere Herzogin Meghan macht sich jetzt schon Gedanken darüber, wie sie das Royal Baby aufziehen möchte. Auf ihrer Babyparty in New York soll die gebürtige Amerikanerin verraten haben, dass sie ihr Baby entgegen aller geschlechtsspezifischen Stereotypien erziehen will. Meghan hat mit einigen ihrer Freunde über die Geburt gesprochen und wie sie und Harry ihr Baby erziehen wollen. Dabei benutzte sie das Wort fluid, erklärte ein Insider gegenüber der Vanity Fair. Sie sagte, dass sie planen, ihr Kind mit einem fließenden Ansatz zum Geschlecht großzuziehen und ihm dabei keinerlei Klischees auferlegen werden. Auch unter den Promis gibt es einige, die sich als genderfluid bezeichnen, sich schlichtweg nicht auf ein Geschlecht oder die Rollenerwartungen, die damit einhergehen, festlegen wollen. So wie zum Beispiel Model und Schauspielerin Ruby Rose, 32, Orange is the New Black. Auf traditionelle Geschlechterrollen, die nur in weiblich oder männlich unterteilen, hat sie einfach keine Lust. Heißt, wenn das Baby von Harry und Meghan ein Junge wird, wird er nicht unbedingt Autos und Bagger zum Spielen vorgesetzt bekommen. Ein Mädchen muss nicht rosa tragen und auch einen geschlechtsneutralen Kindergarten fände Meghan gut, wird gemunkelt. Alles ganz modern. Warum das Royal Baby die Wirtschaft ankurbeln wird? Wenn das Baby erstmal da ist, freuen sich nicht nur Harry und Meghan. Denn ihre Fans werden alles ganz genau beobachten. Wie sieht der Nachwuchs aus? Wie entwickelt er sich und vor allem, was trägt das Baby für Klamotten? Meghan und Harry sind ein attraktives Paar, und ihr erstes Kind wird natürlich auf der ganzen Welt von großem Interesse sein, erklärt Professor Joshua Barmfield, Centre for Retail Research, gegenüber dem Hello Magazin. Meghan ist bekannt dafür, ein ausgeprägtes Gespür für Model und Stil zu haben, und wird sich gezielt für bestimmte Babyprodukte, Umhängetücher, Babykleidung und Spielzeug entscheiden. Andere Eltern werden ihrem Beispiel folgen, weiß der Professor, und viele der Produkte nachkaufen. Für wessen Baby- und Kindersachen sich Meghan entscheidet? Den erwartet ein umsatzstarkes Geschäft. Nicht nur in England erwartet der Experte Millioneneinnahmen, auch in Meghans Heimat USA.